Hi, die Jannik Schümann Challenge läuft und ich bin bereit für ein kleines Update. Es sind mittlerweile seinerseits auch einige Bücher hinzugekommen und ich werde das jetzt einfach immer so machen, dass ich die Liste in der Infobox ergänze. Ich komme direkt zu dem nächsten Buch, zu dem ich gegriffen habe. Ich bin Circe von Madeline Miller. Hierbei handelt es sich um eine moderne Neuinterpretation der Geschichte von Circe, einer Figur der griechischen Mythologie, bekannt als Hexe, Zauberin. Und Circe ist die Tochter von Helios, dem Sonnengott, und der Nymphe Perse. Sie ist aber ganz anders als ihre Geschwister. Sie ist auch göttlich und unsterblich. Sie hat aber die Stimme zum Beispiel einer Sterblichen. Und diese Stimme klingt in den Ohren der Göttinnen wie ein Krächzen von einem Falken. Und deshalb hat sie auch den Namen Circe bekommen, weil das nichts anderes heißt als Falke. Außerdem ist Circe sehr eigensinnig. Sie ist schwer zu kontrollieren und intelligent. Trotz ihrer Intelligenz macht sie einmal den Fehler, dass sie ihre Kräfte gegen eine der ihren anwendet. Und die Folge dessen ist, dass sie dann auf eine Insel verbannt wird. Aber da beginnt erst so richtig ihre Geschichte. Sie kämpft von der Insel aus um ihre eigene Unabhängigkeit. Es ist also auch ein feministisches Buch. Sie arbeitet an ihren Fähigkeiten, entwickelt die weiter und ihr begegnen viele Bekannte der griechischen Mythologie, die irgendwie auf ihrer Insel landen. Und sie weiß genau, wie sie diese bezirzen kann. Also auch das Verb bezirzen kommt nicht von ungefähr. Ich persönlich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, was die griechische Mythologie angeht. Ich bin ihr verfallen seit der Schauspielausbildung. Wir hatten das Fach Theatergeschichte und da war das ein großer Teil vom Unterricht und aber auch generell in der Ausbildung, weil sich einfach viele Theaterstücke darauf beziehen. Und ich mochte dieses ganze Universum, diese Götter, Halbgötter, Himmelreich, Unterwelt, Menschen, diese ganzen Mischkreaturen und vor allem, wie alles irgendwie zusammenhängt. Und wenn man diese ganzen Verknüpfungen erstmal irgendwann schnallt, dann fängt es an, auch richtig spannend zu werden. Und es gibt ja auch so viel Drama. Es hat so ein bisschen was von GZSZ. Ja, ich bin da wirklich sehr begeistert und das hat auch nicht nachgelassen. Und deshalb finde ich es auch voll toll, dass es heutzutage die Möglichkeit gibt, dass man so einen leichten Zugang zu diesen ganzen Geschichten bekommt und zur griechischen Mythologie. Und dass vielleicht auch Figuren, die sonst kürzer kommen, mal mehr Raum bekommen, wie hier Circe. Also ich persönlich habe wenig von Circe gehört und gelesen und habe mich gefreut, dass ich hier Zeit genommen wurde für ihre Geschichte. Und ja, es war so ein bisschen wie so ein Spin-off für mich. Ich habe dann überlegt, wenn man gar keinen Bezug zur griechischen Mythologie hat, ob man den Plot dann überhaupt spannend findet. Ich kann das echt schlecht einschätzen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es sich streckenweise ein bisschen zieht vielleicht. Aber vielleicht helft ihr mir da mal weiter. Also wenn es jemand von euch gelesen hat, der nichts mit der griechischen Mythologie am Hut hat, dann schildert doch gerne mal euer Leseerlebnis mit dem Buch. Ich persönlich war total begeistert von dem Eintauchen in diese Welt auf diese leichte Art. Ich mochte Circe als diese starke Frau, die für ihre Bedürfnisse einsteht und kämpft. Und ich mochte den Schreibstil. Das hat so ein bisschen was Eingestaubtes. Also es hat so einen ganz eigenen Ton. Ich fand das sehr stimmig. Es wird ja auch aus der Perspektive von Circe erzählt. Und ja, ich fand, da wurde genau der richtige Ton getroffen. Übersetzt wurde das Ganze aus dem amerikanischen Englisch von Frauke Brott. Und das, wie ich finde, sehr gelungen. Ich werde mir auf jeden Fall alle Neuinterpretationen vornehmen, weil mir das einfach so viel Freude bereitet hat. Und vielleicht fällt es mir dann auch leichter, Kritik zu üben, weil ich habe ja jetzt überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten, wie das umgesetzt wurde. Und ich fand diese Umsetzung
einfach sehr gelungen. Ich mag aber auch einfach dieses Geschichten erzählen, also diese Art von Geschichten erzählen, dieser griechischen Mythologie. Und ich drehe mich im Kreis. Ich habe mich jedes Mal einfach gefreut wie ein Keks, wenn eine bekannte Figur aufgetaucht ist oder eine mir bekannte Situation geschildert wurde. Und ja, ich glaube, ich bin da tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen, aber vielleicht bin ich auch genau die Zielgruppe. Ich würde schon sagen, dass es ein Vorteil ist, aber muss es nicht. Also vielleicht ist es auch für andere spannend. Deshalb würde mich da eure Meinung wirklich sehr interessieren. Ich fand es auf jeden Fall sehr gelungen und ich hatte ganz viel Freude mit dem Buch. Leute, das nächste Buch hat mich ganz unerwartet umgehauen. Offene See von Benjamin Myers. Ich habe auch richtig viel markiert. Also bei dem Buch habe ich auch ein bisschen was markiert hier. Aber ich glaube, das toppt hier, das toppt das auf jeden Fall. Ich finde alleine das Cover richtig schön. Diese Leinwandoptik. Ich weiß nicht, ob man das in diesem grellen Licht gerade so sieht. Aber es ist, sieht aus wie eine auf Leinwand gemalte Welle, die einen so richtig mitreißt. Und ja, auch ich wurde so mitgerissen. Nicht zuletzt auch, weil es so schön übersetzt wurde. Und zwar von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann aus dem Englischen. Wir befinden uns in England 1946, also nicht lange nach dem Zweiten Weltkrieg. Und unser Protagonist ist Robert. Robert erzählt die Geschichte aus seiner Sicht und ja, er hat nicht so berauschende Lebensaussichten, denn er soll unter Tage arbeiten. Und bevor es dazu kommt, will er aber nochmal zur offenen See, will die offene See erleben. Und so begibt er sich zu Fuß an die Küste. Er lernt auf diesem Weg Dulcie kennen. Und das ist eine ältere Frau. Und ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber diese Begegnung verändert einfach alles. Und ehrlich gesagt will ich mehr auch gar nicht zur Geschichte sagen, weil auch ich die ganz unvoreingenommen entdeckt habe. Und ich möchte auch, dass ihr die Möglichkeit habt, diese Geschichte euch selber zu erlesen und in eurem eigenen Tempo zu erfahren. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass ich die Figuren total ins Herz geschlossen habe. Auf der einen Seite Robert, dieser junge Mann, der total unsicher und so zurückhaltend und vorsichtig ist in allem, was er anpackt und sagt und auch schüchtern. Und dann auf der anderen Seite Dulcie, die ältere Frau, die einfach schroff ist und so spröde und aber gleichzeitig auch so offen und so ein großes Herz hat und diese bodenständige Weisheit besitzt und auch einfach witzig ist. Und diese resultierende Komik, die auch in dem Buch steht, dadurch, dass diese zwei so unterschiedlichen Figuren zusammenstoßen. Und das ist nicht so gewollt, sondern es ist eher so situativ. Und ich fand das unglaublich authentisch. Und dann diese Themen, die da auf einmal so aus dem Boden aufploppen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich fand das Buch so spürig, so, wie sage ich das? Es wurden alle Sinne mit einbezogen. Das Riechen, das Schmecken, das Sehen, das Hören. Es wurde so richtig zelebriert und hatte was ganz Lebendiges. Da wurden Essensstellen beschrieben und mir ist teilweise das Wasser im Munde zusammengelaufen. Und ich fand auch die Natur, also die Liebe zur Natur, die in dem Buch steckt. Und generell fand ich einfach, das war so eine Liebeserklärung an das Leben. Und das hat mich einfach sehr berührt. Und ich möchte auch gerne ein paar Zitate mit euch teilen, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, was auch sprachlich so in dem Buch steckt. Hier zum Beispiel zum Thema Krieg. Es war Krieg gewesen. Und obwohl der Kampf zu Ende war, tobte er noch immer in den Männern und Frauen, die ihn mit sich nach Hause genommen hatten. Er lebte in ihren Augen weiter,
oder hingen ihnen schwer um die Schultern wie ein blutgetränkter Umhang. Und er blühte in ihren Herzen, eine schwarze Blume, die dort Wurzeln geschlagen hatte und nie mehr ausgerissen werden konnte. Die Samen waren so toxisch, so tief gesät, dass die Erinnerungen nichts anderes sein konnten als für alle Zeiten giftig. Zum Thema Reden und Schweigen, das sagt Dalzi zu Robert. Du redest nicht viel und das gefällt mir. Im Schweigen liegt Poesie, aber die meisten nehmen sich nicht die Muße, sie zu hören. Sie reden und reden und reden, aber sie sagen nichts, weil sie Angst davor haben, ihren eigenen Herzschlag zu hören. Angst vor ihrer eigenen Sterblichkeit. Okay, das noch. Ein gutes Gedicht bricht die Austernschale des Verstandes auf, um die Perle darin freizulegen. Ist das nicht schön? Und ich könnte wirklich ewig so weitermachen, aber ich will nicht so viel vorwegnehmen. Wie gesagt, ich fand das wunderschön und es gibt einen kleinen Spoiler. Das ist auf jeden Fall ein neues Lieblingsbuch von mir. Und dann habe ich noch Gespräche mit Freunden von Sally Rooney gelesen. Übersetzt aus dem Englischen von Zoe Beck. Okay, hier geht es um Frances. Frances erzählt die Geschichte. Sie studiert und neben dem Studium schreibt sie. Und mit den resultierenden Texten tritt sie zusammen mit ihrer Ex-Freundin Bobby in Kneipen auf oder auf Kleinkunstbühnen. Und an einem Abend lernen die zwei, also Bobby und Frances, ein etwa 10 Jahre älteres Ehepaar kennen. Nick und Melissa heißen die. Sie treffen sich immer wieder und während Melissa Bobby mehr Beachtung schenkt, entwickelt Frances immer mehr Gefühle für Nick, den verheirateten Mann. Das ist so die Richtung, in die sich die Geschichte bewegt. Jetzt denken bestimmt einige von euch, dass es da heiß hergeht und dann irgendwann die Bombe platzt und so weiter und so fort, wie man das so sich halt vorstellt, wie so eine Geschichte weitergehen könnte. Aber da möchte ich so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Aber nicht im negativen Sinne, ganz im Gegenteil. Diese ganze Geschichte hier ist nicht plotgetrieben, sondern es geht viel mehr um die Figuren. Uns wird hier die Möglichkeit geschenkt, ganz nah an die Figuren heranzutreten. Natürlich kommen wir am nächsten an Frances, weil sie erzählt ja auch die Geschichte. Aber durch die Gespräche und durch Handlungen lernen wir auch immer mehr die anderen Figuren kennen und können eventuell auch deren Handlungen besser nachvollziehen. Also es geht wirklich eher darum, dass wir die Figuren kennenlernen und dass wir beobachten, wie diese sich entwickeln. Und genau daraus ergibt sich dann die Spannung und die ganzen Dynamiken. Und ich bin wirklich nur durch die Seiten geflogen. Thematisch hat es auch einiges zu bieten. Die führen natürlich Gespräche und in den Gesprächen geht es um Kunst, um Politik, um Literatur, um Sexualität und inwiefern muss man seine Sexualität definieren oder muss man es überhaupt definieren? Und dann gibt es auch verschiedene Blickwinkel, wenn die dann so ein bisschen diskutieren untereinander, was ich ganz schön fand. Es geht hier generell viel um Kommunikation, übers Sprechen, wie sagt man etwas und wann sagt man etwas und es wird so vieles gesagt, aber es wird so vieles auch nicht gesagt und auch das aus den unterschiedlichsten Gründen, zum Beispiel, um sich nicht so ganz bloß zu machen und sich nicht verletzbar zu machen, damit andere vielleicht dann das ausnutzen, um Macht über einen zu haben. Es geht also auch um Kontrolle und auch um so viel Zwischenmenschliches, Nähe, Bestätigung, Liebe, um Kommunikation in der Beziehung. Was braucht man? Was hat man für Erwartungen? Und was kommuniziert man am Ende aber tatsächlich? Es steckt aber noch mehr in dem Buch. Es geht um Unsicherheiten, um Selbsthass und wo das den Ursprung hat. Dann geht es auch um
die Voraussetzungen, die ein Mensch im Leben hat, finanziell zum Teil familiär, also wie ist das familiäre Verhältnis und was das dann alles wiederum für Auswirkungen hat auf das Leben eines Menschen und wie sich das in der Beziehung zeigt. Also das ist wirklich ein riesiges Themenfeld, was hier abgedeckt wird. Oh, ich habe so einen Knoten gerade im Kopf. Ich glaube, ich habe immer noch nicht alle Themen erwähnt, die in dem Buch stecken. Ich hoffe aber zumindest so die wichtigsten. Ich muss unbedingt Schöne Welt, wo bist du noch lesen von Sally Rooney, weil sie es einfach immer wieder schafft, mich mit der ersten Seite abzuholen. Und ich finde einfach, es fühlt sich so authentisch an, so real, diese Figuren und diese Dialoge. Ich verstehe auch vollkommen, warum das so schnell alles verfilmt wurde. Und ich ärgere mich. Ich hatte dieses Buch durch und gehe in die Mediathek, um halt Conversations with Friends zu, ich glaube, so hieß das, zu gucken. Und dann war es nicht mehr verfügbar. Also ich hoffe, dass es jetzt irgendwann nochmal woanders die Serie gibt. Ja, also auf jeden Fall eine große Empfehlung. Liebe geht raus für dieses Buch. Ich bin sehr zufrieden mit Yannicks Tipps. Ich hatte bisher kein Buch, was mir nicht gefällt. Ich muss natürlich auch gestehen, dass ich bisher Bücher gewählt habe, die mich sowieso interessieren. Also ich bin da mal gespannt, wie es sich mit Büchern verhält, zu denen ich vielleicht nicht unbedingt greifen würde, aber vielleicht überraschen mich die Geschichten ja auch. Wer weiß, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich bin sehr gespannt, was ihr noch zu den Büchern zu sagen habt, was ihr dem hinzuzufügen habt. Ich freue mich natürlich über einen Austausch. Und ja, ich wünsche euch ganz tolle Lesestunden und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!